Glücklicherweise ist die unmittelbare geschäftliche Belastung vom Ukraine-Krieg überschaubar. Das heißt, die wenigsten Unternehmen haben wirklich viel Geschäft in Russland und der Ukraine. Andererseits sind natürlich die hohen Rohstoffpreise, die Energiepreise das, was auf alle Unternehmen, auch auf den deutschen Mittelstand, sich überwälzt. Und das führt natürlich zu Problemen. Es ist leider nicht das Einzige. Wir haben nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auch ein Lockdown in Shanghai auf unbestimmte Zeit trägt natürlich nicht dazu bei, die angespannten Lieferketten jetzt maßgeblich zu lockern und die Lieferungen wieder zu beschleunigen, sodass die Unternehmen gezwungen sind, die dadurch erhöhten Produktionskosten über erhöhte Absatzpreise auch weiterzugeben. Allein, es kann nicht jedes Unternehmen umsetzen. Ein russisches Energieembargo ist tatsächlich eine sehr große Sorge für den deutschen Mittelstand. Wir sind maßgeblich abhängig von russischer Energielieferung und keiner weiß genau, welche Unternehmen als erste abgeklemmt würden, wenn der Notfallplan aus dem Bundeswirtschaftsministerium zum Tragen käme. Das heißt, diejenigen, die können, die versuchen, Energie zu substituieren durch andere Energieträger. Das können leider nur sehr wenige. Wir merken einen Run auf Biomethan, auf Bio-LNG. Die Preise gehen auch dort langsam, aber stetig nach oben. Allerdings wird das bei weitem nicht reichen, um den Bedarf abzudecken. Genauso wenig übrigens, wie es kurzfristig helfen wird, dass wir jetzt die erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 auf 80% des Energiemixes hochfahren wollen in Deutschland. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Es ist natürlich nichts, was uns kurzfristig helfen kann. Im Prinzip tun wir das, was wir immer schon getan haben, nur noch ein bisschen intensiver. Wir sprechen regelmäßig persönlich mit unseren Kunden, um deren unmittelbare Betroffenheit zu erfragen und dann auch gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Beispielsweise, wenn der Working Capital Bedarf dauerhaft erhöht ist, um dort Finanzierungslösungen zur Verfügung zu stellen. Parallel sprechen wir auch intensiv mit der KfW, die gerade daran arbeitet, den EU-Beihilferahmen in nationale Lösungen zu übersetzen. Wir gehen davon aus, dass es da auch relativ kurzfristig Lösungen geben wird, die dem Mittelstand helfen, ähnlich wie seinerzeit, als es mit Corona losging.